Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Wie ihr eben gerade wahrscheinlich gesehen habt, wenn ich das davor geschnitten habe, habe ich die 10 Kujaras gewaschen. Also 10 Mal die Kujaras gewaschen, so rum. Und ich habe, glaube ich, einen goldenen Mond bekommen. Was wir auch immer mit den Dingern anfangen können. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Sonne, einen Mond und noch irgendwas, einen Stern, keine Ahnung. Ja. Ich habe heute nicht ganz so viel vor, also ich wird eine kürzere Aufnahme, schätze ich mal, weil ich nachher noch mit dem Dominik aufnehme, das Finale von Dings hier, Resident Evil, genau. Aber was ich heute mit euch vorhabe, ist, ich mache das einfach jetzt, ohne Quatscherei hier. Ne. Du hörst mir mal auf damit. Wir reisen erstmal. Das macht nämlich mehr Sinn, sonst muss ich den Weg zweimal. Hier, goldener Stern, goldener Mond. Und dann müssten wir noch irgendwo was haben. Da, goldene Sonne. Hatte ich ja doch recht. Nee, nicht Bergwerksrocke, sondern hier das komische Ding da von dem Wald da. Wo ist das? Da! Denn da möchte ich mich gerne, ich nenne es mal, infizieren lassen von einem traurigen Pilzfrucht-Ding. Meine Nase ist ein bisschen voll. Das ist schon direkt hier aus, ja super. Ich dachte, ich müsste noch ein bisschen laufen. So, der da unten ist gut. So, wir haben einen Weinkrampf und wir möchten jetzt mit diesem Weinkrampf mit diesem Weinkrampf möchten wir zur Kujara Ranch, Kujara Ranch, Schuppen. Zum Schuppen? Ist das ganz oben? Meine Stimme hat gerade ganz kurz verkackt. Oder ist das unten? Das würde mehr Sinn machen von der Anordnung her, dass es oben ist, also ganz, ganz oben. Ah, es ist ganz, ganz oben. Sehr schön. So. Und Summit ist nämlich... war, glaube ich, der Gipfel. Da habe ich mich das letzte Mal dann doch mit meinen 1A Englischkenntnissen vertan. So, wir möchten hier runter. Okay, hier ist sonst keine Bedrohung. Und da möchten wir rein. So, und was haben wir hier? Powerpilz. So, jetzt können wir... sagen, ob wir... traurig oder nicht traurig sein wollen. Und rückgängig machen wir das mit dem... hellen Pilz. Nicht. Können wir das irgendwie rückgängig machen? Also so komplett? Oder vielleicht müssen wir den mehrmals nehmen. Dass wenn wir den jetzt nochmal nehmen, dass der dann komplett weg ist. Müssen wir jetzt jedes Mal? Ach Gott. Ja, auf jeden Fall, ich kann jetzt hier mal
Genau. Kann ich das mal hier durchstreichen. Falls ihr wisst, wie wir das rückgängig kriegen, dass wir heulen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oh, da war noch eine weiße Kiste, habe ich gerade gesehen. Aber da kommen wir nicht ran. Habe ich echt nichts, womit ich das rückgängig muss? Das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal jetzt da hochtuckern muss. Echt nix. Ich weiß jetzt nicht, was hier die Spezialmahlzeit ist. Aber die können wir auch nicht benutzen, so wie das aussieht. Tja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja gut, dann tun wir halt wieder. Aber das ist halt mega scheiße, ne? Das ist halt schon dumm. Das ist dezent dumm. Ja, da muss es irgendwie sowas, muss es da geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Wo war der denn? Oben. Every time the same procedure hier. Also es kann doch nicht sein, dass wir nur durch diesen einen Pilz oder Frucht in dem Dongling-Wald uns heilen können. Das ist doch dumm. So, wo wollen wir jetzt hin? Wieder darüber, ne? Hier fahren wir fast auch keine mehr. Muss bald laufen. Gibt ja leider kein Shop. Da wäre cool, wenn man sich das kaufen könnte mit irgendwas oder eintauschen oder so. So. Und jetzt möchten wir ganz viele Kisten aufmachen, weil hier sind nämlich noch ganz viele Kisten. Du kannst mich auch mal. Da unten ist die weiße Kiste. Komm mal her, du. Mach das kaputt. So, wie komme ich da dran? Das fällt doch bestimmt runter, ne? Ich hab's verkackt. Ach. Na gut. Wie kommt man denn sonst da dran? Ich hätte mir das vielleicht merken sollen. Nee, Moment. Wo komme ich da gar nicht dran? Die sind ja im Vordergrund. Fick dich. Fickt euch alle, ihr kleinen Dreckshurenviecher, ey. Ihr könnt mich mal alle kreuzweise am Popo schmatzen. So. Genau, was ist das? Was ist das? Ah, guck mal einer an.
das der letzte? Das finde ich sehr gut, wenn das der letzte wäre. So, hier ja, habe ich gestern schon gesehen. Hier ist der Bildhauer, mit dem wir irgendeinen Sockel oder sowas kriegen. Ach, endlich, das war's. Endlich geschafft. Die ultimative Eisskulptur ist vollendet. Das Meisterwerk. Wow, sie ist wunderschön. Natürlich. Sie ist gut genug, um auf dem besten Sockel der Welt zu stehen. Ich war schon lange nicht mehr so zufrieden mit mir. Ja, es wäre toll, sie auf einen berühmten Sockel aufzustellen. Aber damit würde ich natürlich das Schicksal herausfordern. Tja, ich muss irgendwie an den Sockel im Tempel denken. Tempel? Sockel? Niemals! Der heilige Sockel? Der heilige Sockel! Oh, er sieht genauso aus wie meine eigene Statue! Hey, Priester! Wir stellen meine Skulptur auf den Sockel, okay? Was für Priester? Oh, okay, machen wir! Wow, super! Mit meiner Statue sieht der Tempel noch besser aus. Klasse, bringt sie schnell. Gut. Dann wäre das auch geschafft. Dann kann ich... Ah, habe ich schon durchgestrichen. Dann möchte ich jetzt gerne... Erstmal noch die Truhen da aufmachen. Schon mal gucken, wie ich hier runterkomme. Ach Moment, da musste ich hier durch. So war das. Er hat sich selbst getötet. Du hast das Auto getötet. Ah, woher ist das? Weiß wahrscheinlich keiner. Ist einer der besten Filme aller Zeiten. Also ist schon, es ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber ist schon sehr gut. So, war hier der Sammler? Dann können wir dem auch gerade die Tintenfische da geben. Oh, ja, es ist alles super nice, super nice. Ah, der ist echt selten. Ist der für mich? Vielen Dank. Oh. Ja, wir müssen alle haben. Seht sie euch an. Jetzt ist sie komplett. Also die Sammlung. Danke für eure Hilfe. Ihr habt wohl schon... Nee, ihr habt wohl schon am meisten dazu beigetragen. Ja, natürlich. Eine tolle Sammlung. Fertig.